21.45 Uhr am Montagabend, Zeit für die aktuellen Informationen aus Berlin-Brandenburg. Willkommen dazu. Nach langen Diskussionen will die Bundesregierung Klarheit für Fahrer älterer Dieselfahrzeuge schaffen. Heute Abend, quasi zur Stunde, soll in Berlin das Dieselpaket geschnürt werden. Im Wesentlichen geht es um diese drei Punkte: Haftung und Kostenübernahme durch die Autohersteller bei Hardware-Nachrüstungen, um Prämien von mehreren tausend Euro, die Kunden für ältere Diesel der Normen Euro 4 und 5 bekommen könnten, wenn sie im Gegenzug einen sauberen Wagen ordern. Und ja, was sind vor wenigen Jahren gekaufte Diesel noch wert, wenn der Händler sie zurücknimmt? Mit diesem Dieselgipfel, mit diesem Paket sollen weitere Fahrverbote in deutschen Städten abgewendet werden. Denn die Besitzer älterer Diesel, die sind ja seit Monaten im Ungewissen. Wir haben uns umgehört und gefragt, was denn die Leute hier so erwarten. Seit gut einer Stunde beraten sie im Kanzleramt die Spitzen der Großen Koalition, um das leidige Dieselproblem endlich zu lösen. Eine Nachtschicht, die sich die Bundesregierung eigentlich sparen könnte, zumindest wenn es nach den Berlinern ginge, die wir heute befragt haben. Denn da ist die Meinung ganz einhellig, wer für das Dieseldesaster die Verantwortung übernehmen und bezahlen soll, die Autoindustrie nämlich. Die Hersteller wollen, dass wir die Schulden, was sie gemacht haben, oder dieses, wir sollen bezahlen, also die Kunden. Das geht ja nicht, weil das ist unkorrekt von dem Hersteller. Die haben beschissen, nicht wir. Wenn jemand Fehler macht, muss das halt bezahlen. Verschiedene Ideen liegen auf dem Tisch. Die Hersteller etwa könnten sich Geldprämien vorstellen, die sie den Kunden zahlen, wenn die ihren Dreckdiesel zurückgeben und ein neues, sauberes Auto kaufen. Für viele Dieselfahrer ist das reine Abzocke. Was wollen 3000 Euro Prämie, Kaufprämie, wenn man ein Auto hinterher kaufen soll, was 40.000 Euro kostet? Auch umrüsten könnte man die alten Dieselautos mit neuen Katalysatoren zum Beispiel, doch auch das kostet. Zwischen Bundesregierung und Herstellern wird es jetzt darum gehen, wer für all das aufkommt und wie stark die Dieselkunden mitbezahlen müssen. Ungerecht fänden das die Berliner, aber sie sind auch Realisten. Die Politiker werden uns noch bestimmt ein bisschen um den heißen Brei reden, so wie das die letzten Jahre sowieso machen. Und ich denke, dass die Politiker am Ende dann irgendwelche Sachen erzählen und der Autofahrer wird sowieso draufzahlen müssen, so oder so. Ich gehe davon aus, dass der Tenor dafür ist, dass man draufzahlen muss als Kunde, ja, wenn man Diesel fährt. Finde ich ein bisschen ungerecht. Diesel, sagt der Kfz-Techniker, seien jetzt schon Ladenhüter. Die Kunden wollen sie loswerden. Und daran werden die Beschlüsse aus dem Kanzleramt, wie auch immer sie letztlich aussehen, dann wohl auch nichts mehr ändern. Diese Woche ist ja quasi zweigeteilt. Zwei Tage arbeiten, Pause, zwei Tage arbeiten. Diese Pause hat einen guten Grund, den Tag der Deutschen Einheit. Mittwoch ist der. Dieses Mal wird in Berlin zentral gefeiert, weil ja Berlin den Vorsitz hat im Bundesrat. Aber ein Tag ist für den Riesenaufwand, der da rings um das Brandenburger Tor betrieben wird, doch etwas wenig. Und so wurde heute schon mit der Party begonnen. Arndt Breitfeld mit ersten Eindrücken. Und ich persönlich würde jetzt schon sagen, das war ein gelungener Auftakt für das Bürgerfest. Der erste von drei Tagen bis zum 3. Oktober, bis zum eigentlichen Tag der Deutschen Einheit, wird hier ja noch weiter gefeiert. Und hier gab es heute schon viele Höhepunkte, also viele interessante Gespräche mit den Leuten hier auf der Bühne, aber auch wunderbare Musik, zum Beispiel von der Neuen Philharmonie, ein Zusammenschluss von ganz internationalen jungen Musikern. Und Familie Altschaffe habe ich hier gerade noch getroffen, aus Hamburg angereist, aber zufällig hier zum Bürgerfest gekommen. Aber wie würden Sie sagen, wie haben Sie die Stimmung heute erlebt? Sie waren ja ein bisschen hier. Ja, also sehr friedlich, sehr entspannt und vor allen Dingen auch sehr lustig haben wir das gefunden hier. Ne? Wir haben sehr viel Spaß gehabt, wie man vielleicht sehen kann, an der Menge an Luftballons, die wir eingesammelt haben. Die Kinder hatten vor allen Dingen viel Spaß und die Schausteller, die wir angetroffen hatten, die haben hier auch richtig Spaß gemacht. Das Ganze hat ja auch einen besonderen Hintergrund. Es geht um den Tag der Deutschen Einheit, ne, den wir in zwei Tagen begehen. Bedeutet Ihnen persönlich das so ein bisschen tatsächlich der Tag der Deutschen Einheit, dass man wirklich den Zusammenhalt der Gesellschaft feiert? Ja, wir haben das ganz Persönliches, weil meine Frau ist aus Dresden und ich bin aus Hamburg. Ach. Und so feiern wir sozusagen am 3. unseren eigenen Tag der Deutschen Einheit.
Super, also das ist ja wirklich eine super Geschichte, auch zum Tag der Deutschen. Aber Sie haben nicht am 3. Oktober selber auch geheiratet? Das nicht, nein. Also klar. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß hier in den nächsten Tagen auch. Ne? Dauert ja noch ein paar Tage, können Sie mal wiederkommen, noch viel mehr erleben mit den Kindern. Hier angucken. Die Kindermeile, die wollen wir besuchen nochmal mit den Kindern. Das haben wir heute nicht geschafft. Ne? Das schaffen Sie in den nächsten Tagen noch. Das schafft ihr alle noch. Ja? Also für jeden von euch ist auf jeden Fall was dabei und vielleicht auch für Sie, denn auch morgen ab 11 Uhr hat das Bürgerfest wieder geöffnet. Ja, soweit Arndt Breitfeld. Und der Beschluss, den Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen Knabe zu entlassen, der sorgt weiter für Diskussionen. Jetzt haben sich Mitglieder des Gedenkstättenbeirats in einem offenen Brief an Kultursenator Lederer gewandt. Sie fordern, Knabe nicht zu entlassen und äußerten den Verdacht, er müsse wegen seiner politischen Unangepasstheit gehen. Der Stiftungsrat hatte ihn entlassen, da er ihm nicht getraut hatte, die Vorfälle sexueller Belästigung in der Gedenkstätte aufarbeiten zu lassen. Jetzt weitere wichtige Nachrichten des Tages, kurz zusammengefasst. Der Bund will Milliardenbeträge in die Erneuerung der Wirtschaft in der Lausitz stecken. Das kündigte Bundesumweltministerin Schulze auf einem Gewerkschaftsforum in Schwarze Pumpe an. Sie will zum Beispiel kurzfristig ein Förderprogramm für elektrische Mobilität in den Lausitzer Kommunen auflegen. Insgesamt brauche die Region jedoch Zeit für den Strukturwandel. Die Deutsche Bahn will im Bahninstandhaltungswerk in Cottbus Jobs abbauen. Nach RBB-Informationen soll die Zahl der Beschäftigten von 415 auf etwa 260 reduziert werden. Sie hatte im vergangenen Jahr angekündigt, auf eine Schließung des Werks zu verzichten und in eine neue Produktionshalle zu investieren. Künftig soll am Standort auf Hybridtechnik gesetzt werden. 12 Berlinerinnen und Berliner hat der regierende Bürgermeister Michael Müller für ihr bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehört unter anderem Maria Diefenbach. Sie hat den Raum der Stille am Brandenburger Tor initiiert. Außerdem erhielt der liberale Rabbiner Walter Homolka die Auszeichnung. Traditionell wird der Verdienstorden am Tag des Inkrafttretens der Berliner Verfassung von 1950 verliehen. Es läuft nicht so rund, wie es laufen sollte bei der BVG. Das erfährt die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta, wahrscheinlich am heutigen Abend, also gerade in Lichtenberg, wo sie im Rahmen der Schienenverkehrswoche mit Fahrgästen und dem Fahrgastverband IGAP zusammensitzt. Denn wie wir von vielen Zuschauern erfahren haben, knirscht es im Getriebe bei Straßenbahnen, den Bussen und auch vor allem auf den Linien der U-Bahn. Taktzeiten, so sagte man uns, würden nicht eingehalten, unpünktliche und vor allem auch sehr volle Züge seien die Folge. So viel Nähe von Mensch zu Mensch gibt es derzeit für all diejenigen, die mit der U2 fahren. Die Züge sind überfüllt. Die Taktzeit 9 bis 10 Minuten. So zeigt es dieses Zuschauervideo, heute Morgen aufgenommen am Alexanderplatz. Sehr geehrte Fahrgäste, der Zugverkehr auf der U-Bahn Linie 2 ist zurzeit unregelmäßig. Wir bitten um Entschuldigung. Nicht nur in der U2 zwischen Pankow und Ruhleben ist es brechend voll. Auch auf anderen Linien müssen die Fahrgäste richtig eng zusammenrücken und Geduld und Stehvermögen mitbringen. Der Grund sollen zu wenig Fahrzeuge und nicht genügend Fahrer sein. Auf Nachfrage bei der BVG heißt es zu den Zahlen aus dem letzten Jahr, 98,8% der U-Bahnen seien 2017 pünktlich gewesen. Es gibt aber auch eine andere Zahl und die sagt, im letzten Jahr wurden insgesamt über 340.000 Kilometer durch Ausfälle eben nicht gefahren. Man sei auf dem richtigen Weg, meint Berlins Wirtschaftssenatorin. Bis zum Jahr 2021 kommen darüber 200 neue Wagen. Und ab dann, ab 2021, kommt die wirklich Großbeschaffung, an der jetzt gerade gearbeitet wird, wo die Hersteller jetzt auch anfangen, die Entwicklungen uns vorzuschlagen. Bis zu 1500 neue U-Bahn-Wagen bis zum Jahr 2035 werden da kommen. Aber was ist morgen im Berufsverkehr? Da geht der Kampf um Sitz und Stehplatz in der U2 wahrscheinlich wieder von vorn los. Ja, die U-Bahn ist die neue S-Bahn, so sieht es Jens Wiesicke vom Fahrgastverband. Er hat von den rein verbalen Beteuerungen die Nase voll, will jetzt endlich Taten sehen und fordert die Politik auf, rasch zu handeln. Jeder, der jeden Tag U-Bahn fährt, merkt, dass die betriebliche Situation der U-Bahn katastrophal ist. Sie wird eigentlich von Woche zu Woche schlechter und es ist kein Aussicht auf Besserung in Sicht. Ja, die U-Bahn ist auf dem Weg zur neuen Berliner S-Bahn. Die Politik hat mehrere Aufgaben. Zum einen ist es, sie muss Offenheit fordern. Das heißt,
Jeden Tag muss die BVG analog zur Berliner S-Bahn die Zahlen liefern, was wird tatsächlich gefahren, damit auch die Politik reagieren kann. Und die zweite Forderung ist, wenn der Fahrplan bloß noch Makulatur ist, dann bitte einen Fahrplan aufstellen, der auch der Realität entspricht. Das sieht dann vielleicht düsterer aus als jetzt, aber es ist die Wahrheit. So, und wir kommen zum Sport mit Andreas Ulrich. Andreas, der SFC Union will heute den zweiten Platz der Tabelle in der zweiten Bundesliga erreichen. Wie sieht es aus im Moment? Sind die Chancen gut? Sieht im Moment sehr gut aus. Union führt in Ingolstadt nach 65 Minuten mit 1:0. Wenn es dabei bleibt, ist Union wieder Tabellenzweiter. Die Basketballer von Alba, die sind am Sonnabend in die neue Bundesliga gestartet mit einem Sieg und erstmals mit dem Mann hier im Hintergrund. Morgen gilt es dann auch im Europapokal gegen Bursa mit diesem Mann. Wenn Sohn Manuel seinen Papa anstrahlt, strahlt auch der. 3,5 Monate alt und schon gibt es das erste Trikot. Baby und Basketball prägen das Leben von Martin Hermansson. Auf dem Basketballfeld ist der 1,90 Meter große Isländer extrem schnell. So schnell wie sein Leben in diesem Sommer. Vereinswechsel, Hochzeit, Baby, alles in wenigen Monaten. Ja, was für eine verrückte Zeit. Die Geburt meines Sohnes war sicher der größte Moment meines Lebens. Sein erstes Alba-Pflichtspiel war gleich eine große Show. 112:55 gegen Jena. Martin Hermansson selbst hielt sich vornehm zurück. Als einziger Alba-Spieler punktete er nicht, sondern ließ anderen den Vortritt. Naja, eigentlich soll ich ja die Punkte machen, aber diesmal habe ich nur einmal geworfen. Aber es ist ein Teamsport und da die anderen getroffen haben, brauchte ich ja gar nicht zu werfen. Seine ersten Alba-Punkte will der ehrgeizige und selbstkritische Isländer nun also gegen Bursa im Eurocup machen. Er schaut sich seine Spiele immer wieder im Fernsehen an, um sich zu verbessern. Er ist einfach ein netter Kerl. Und weil er Isländer ist, heißt sein Sohn Manuel nicht etwa Hermansson, sondern Martinsson, der Sohn von Martin eben. So, und Union führt in der zweiten Liga weiterhin mit 1:0 in Ingolstadt. Das Ergebnis und einen ausführlichen Spielbericht zum Nachlesen gibt es dann nachher bei uns im Netz und im RBB-Text. Und jetzt geht's wieder weiter mit dir, mit Reiko. Ja, gut, also fast, aber erst eine Frage an dich, Andreas. Was schätzt du, wie viel Zeit verbringt ein Mensch in seinem Leben im Durchschnitt mit Warten? Was denkst du? Im Durchschnitt einen halben Tag? Na, sagen wir mal, in seinem ganzen Leben. 5 Jahre insgesamt. 5 Jahre? Eines menschlichen Lebens. Ich weiß ja nicht, was du so machst in deinem Leben. Viel warten. Also es sind durchschnittlich 374 Tage, ist aber trotzdem noch ganz schön viel. So lange verbringt der Mensch mit Warten. Er wartet an der Ampel, am Automaten, am Flughafen, im Stau, beim Arzt, an der Kasse und auf dem Bahnhof. Aber warten muss zuweilen nicht nervig sein, wenn was Nahrhaftes dahinter steckt. Letzte Arbeiten für die neue kulinarische Versorgungsstrecke am Berliner Hauptbahnhof, die sogenannte Station Food. Die will Fahrgäste und Bahnhofsbesucher mit schnell zubereiteten Gerichten versorgen. 10 Marktstände gibt es. Dazu Essen aus der Region und der ganzen Welt. Darunter sind auch Berliner Institutionen wie Curry 36. Der Eingang ist am Washingtonplatz. Der Gastronomiebereich eröffnet dann morgen. Tja, gut, dass das Ganze drinnen ist, denn draußen wird es in den nächsten Tagen wirklich ungemütlich. Erste Schauer hatten wir ja schon und so geht es weiter. Nachts ziehen die Schauer über die Lausitz ab, die Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Morgen ziehen dann von Westen her neue Regenwolken auf, nur Tageswerte zwischen 10 und 13 Grad. Dazu weht ein teils frischer, böiger Südwestwind. Die Aussichten am Tag der Deutschen Einheit, nur noch vereinzelt Schauer, aber frisch. Donnerstag und Freitag wolkig mit Aufheiterung und trocken, dazu etwas milder. Bei Höchstwerten wieder bis 19 Grad und das Anfang Oktober kann sich sehen lassen. Wir sehen jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt. Das war's von uns hier von der Stelle. Hier geht's gleich weiter mit dem spannenden Tatort aus Köln durchgedreht. Wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß dabei und so Sie mögen, bis morgen. Tschüss.